Ja, Hallöchen, da sind wir wieder, hier die Inge. Und die Renate, und die Renate ist natürlich Gott. Und die Inge ist auch Gott. Ja, wir sind beide Gott. Sie wissen es ja noch. Es sind ja jetzt wieder einige Fragen aufgetaucht, genau, die nicht nur das Göttliche in uns betreffen, sondern ganz reale Probleme. Ganz allgemein. Und wir gehen das jetzt mal der Reihe nach durch, gell? Doris M. aus L. Wo wart ihr denn so lange? Also da möchte ich jetzt aus meiner Perspektive jetzt nicht alles preisgeben. Das sind ja intime Momente gewesen. War es denn schön? Ich sage mal so, es waren intensive Begegnungen mal mit anderen Geschlechtsteilnehmern und das hat mir auch viel Freude bereitet. Nicht wahr? Man muss auch mal über die Stränge schlagen. Es hat ja keiner gesehen, aber ich möchte das hier nicht noch weiter ausweiten. Vielleicht hast du mal so, liebe Doris, den Rest kannst du dir mal selber zusammenreiben. So, weg jetzt hier. Meinen Sie nicht, Sie könnten mal ein Makeover? Bei uns ist es ganz, wissen Sie was, die Natur arbeitet für uns, nicht gegen uns wie bei Ihnen. Das ist und auch die Schwerkraft. Beim Schöpfer ist es eben der andersrum. Der rutscht. Bei uns der rutscht geht vieles nach oben, dann wieder hin, wo es schon Schwerkraft lange nicht mehr war. Geht's nach und unten. Dann denkt man, huch, ach, da ist es ja wieder. Was sagt ihr zu den griechischen Göttern? Wie soll man zu denen sagen? Naja, es ist Verwandtschaft. Ne? Ja, also ist halt Verwandtschaft. Für mich ist dieser Uso ist nichts, aber dieser Metaxa, der hat so was Sternenklares. Ja, den bin ich, der ist also mir auch ganz sympathisch. Ein ganz freundlicher Herr. Und der hat auch ordentlich Umdrehung, nicht? Der macht Spaß, nicht? Da kann man schon da mal. Ist die immer gleich gerne mit dabei. Nicht? Ja. Ja, aber nee, aber dieser Hades, ne? Der war ja neulich, da stand unten der Hades und dann da habe ich, das ist ein entfernter Cousin, gell? Und dann wollte der hier, was weiß ich, dann gleich übernachten und so. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir jetzt auch nicht vorbereitet, gell? Nicht dann, und am nächsten Tag hattest du dann diesen Herpes. Ja, erst den Hades, dann den Herpes. Manfred R. aus L. schreibt, ist die Erde noch zu retten? Na gut, da können wir sagen, nein. Nein. So, nächste Frage. Wie haltet ihr euch so unglaublich fit? Nicht wahr? Also, da ist schon viel genetisch. Ich muss aber auch sagen, ich gucke hier so seitlich runter und denke mir, naja. Fit ist immer relativ. Was du meinst, ist fit, nicht? Und das ist äußerlich. Innere Fitness ist bei mir auf 100%. Also ich war doch wieder hier beim Checkup und da haben die gesagt, Hut ab, nicht wahr? Hut ab, haben sie gesagt. Ja, also das kann ich bestätigen. Die innere Fitness ist soweit relativ. Ich laufe noch von hier bis rüber, ohne einmal abzusetzen und wieder zurück. Zack, zack, zack. Nicht genau wie früher, als wir noch gar nicht Gott waren. Nicht? Ja, ja. Was hat man sich eigentlich unter einem Urknall vorzustellen? Ja, Inge, ich weiß es nicht. Da könntest du vielleicht ein Liedchen. Da kann ich ein Lied von singen. Es war ein gewisser Knall. Ich hatte einen Hörsturz, dadurch eine Trommelfell-Inklusion. Ja. Lange hat sie rumgemacht. Ich habe immer gesagt, diesen Trinifuß hatte ich, ja. Alles hatte ich auf durch die, das machen wir nicht noch einmal. Nee. Was aus es der Ursuppe gekocht ist, wird auch gegessen. So. Ja. Sind Sie ein Katzen- oder Hundetyp? Die Inge hat ja. Ich hatte viele Hunde. Lange Zeit Hunde gehabt. Ja. Ich hatte Jagdhunde, Vorstehhunde, Schweißhunde, ich hatte sie alle gehabt. Naja, ich bin mehr so ein Kätzchentyp. Ja, sie hatte Muschi und Pussy. Diese Kleine. So, jetzt mal ein bisschen ernst bei der Sache. Ich wollte mal eine Frage. Ich wollte mal einen Witz machen. Die Muschi und die Pussy, das waren doch. Sie ist Pussy und Muschi. Pussy und Muschi war aber wirklich, also ganz zwei putzig, so kleine mit viel Fell. Und so, da habe ich immer so. Ja, weiß es so noch, hat sie gemacht. So. Und als die tot waren, hat sie hinten rein, da hat sie es so gemacht. Nicht, da hat die Muschi, Pussy und Muschi immer noch. Miau,
Ja, so, es war so ganz süß, nicht? Nächste Frage. Sollte der Mensch auswandern, zum Beispiel auf den Mars? Sagen wir mal, beim einen oder anderen wäre das vielleicht eine Idee. Ist da nicht, laufen da nicht schon Planungen? Ich glaube, er wollte selber mal hinfahren mit seiner Iljunga oder wie die ist, nicht mehr, und diese ganze Sippschaft. Die müssen mal weg. Sonst heißt es wieder hier MeToo, weil doch immer noch MeToo. Ich immer macht er Krebse bei der Bussi macht er doch immer, und das wollen die Frauen nicht. Aus gutem Grund kann man den mal auf den Mars schießen. So. So, noch eine Frage, oder ich meine, als es würde jetzt auch mal reichen. Ne? Ja, sie haben sich da, einiges haben sie sich, die haben uns Löcher in den Bauch gefragt. Es waren schöne Fragen dabei, aber sehr neu. Mal wieder Schluss, nicht? So. Man muss ganz freundlich sein. Auf Wiederhören. Gell? Dankeschön, es waren tolle Fragen dabei. Sag mal, du die Fragen einschätzt. Liebe Schöpfung, wenn Sie gerne im Lotto gewinnen möchten, klicken Sie bitte jetzt auf Daumen hoch und abonnieren Sie diesen Kanal. Ja, das hat zwar nichts miteinander zu tun, aber wenn man nur ganz fest dran glaubt, ne, vielleicht hilft das ja, gell?